Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video aus Eschede von der Eröffnung am 8.1. Gleichzeitig habe ich da mein 3000 Abonnenten Spezialvideo gedreht mit einem Gewinnspiel für euch. Am Ende gibt es 7 Preise, die ihr gewinnen könnt. Grundvoraussetzung ist zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel, ihr seid Abonnent des Kanals Fishingman Dennis. Und ihr könnt mir dann noch sagen, wie viele Farbkombinationen es gibt in der Snagger-Variante in der Starterbox vom Fishingman Dennis. Ich blende euch hier unten meinen Online-Shop ein, dort findet ihr ihn. Dort könnt ihr dann auch sehen, was ich sonst so Schönes im Sortiment natürlich habe. Und ihr wisst die Anzahl und haut in die Kommentare rein, Hashtag Fishingman Dennis, Leerzeichen, Punkt, 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 die Anzahl der Snaggers, die es gibt in den verschiedenen Farben. Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Daumen nach oben, wenn nicht, bekommt ihr einen Daumen nach unten von mir. Und für alle die Menschen, die gerne doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach da teilnehmen, diesmal würde ich es mal nicht machen. Ich lasse einen Generator durchlaufen, der mir genau diese Menschen vorher rausfiltern und die nehmen automatisch nicht dran teil. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video aus Eschede. Es hat geknallt, das kann ich euch verraten. Morgens um 5.30 Uhr hat Michael Steiner Angelparadies Eschede wieder aufgemacht und es warteten tatsächlich 70 Autos da oben, um endlich wieder in Eschede, im Angelparadies Eschede zu angeln. Zum Wetter einmal, wir hatten 1 Grad, das Ganze ging um 5.30 Uhr los, wir durften runterfahren, konnten unseren Platz beziehen, konnten alle schon einmal bezahlen, geangelt werden durfte aber erst um 7. Das haben wir jetzt. Ich habe das Ganze mit der GoPro ein bisschen begleitet, die ganzen Lichter da. Man konnte wirklich gar nichts sehen, war wirklich überhaupt nichts. Und ich hatte dann das tolle Vergnügen und musste bis 8.10 Uhr warten, bis ich anfangen durfte zu angeln. Die anderen netten Teilnehmer da haben alle schon Fisch gefangen, waren alle schön happy und ich stand da und durfte bis 8.10 Uhr warten. Das war ganz toll. Ich möchte sowas nicht unbedingt wieder erleben. Das bringt keinen Spaß. Alle angeln und du darfst noch nicht angeln. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei. So, es ist dann 8.10 Uhr, der Fishingman darf dann auch endlich anfangen. Licht ist zwar noch nicht super optimal, aber es passt zur Aufnahme. Das war das Wichtigste. Wir fangen an mit der Real Finesse natürlich und ein Good Hand Spoon. Und zwar ist es der Giga Slavin in 2 Gramm. Ich mache hier gar nichts. Ich bin erstmal durch hier. Das ist natürlich immer das Problem bei solchen Großveranstaltungen. Relativ voll und wenn größere Fische drin sind, du kriegst sie mit den Ultraleitrouten einfach nicht gehalten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein Miteinander hat, anstatt ein Gegeneinander. Der eine macht die Bremse auf und alles ist gut. Der andere kann seinen Fisch langsam reinholen, dann wird enttütet und dann geht der Spaß weiter. Neben mir stand an diesem Tag links Olli, rechts ein anderer Angler, kennt tue ich ihn nicht. Aber wir hatten eine lustige Szene zusammen, die kommt im Laufe des Videos. Olli hat auch sehr gut gefischt und hat sein Limit auch relativ zügig voll gemacht, genauso wie ich. Erik hat um 7 angefangen mit einem Yum-Yum auftreibend auf Grund gelegt. Damit konnte er schon 2 Stück am frühen Morgen fangen. Ich habe jetzt erst angefangen. Mal gucken, wie lange es dauert. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch.
Bitte, bitte, bitte. Nee, Olli, das ist ein Weibling. Und der Gutheim hat wieder geliefert. Das ist ein Spoon, den sollte man sich vielleicht mal merken. Ihr werdet es in der Dänemark-Serie sehen. Da hat er auch schon aufgeräumt. Ein schöner Saibling. Wie ich später erfahren habe, dass dieser Fisch nicht in die Wertung mitzählt zu den fünf. Danach habe ich mich entschlossen, okay, die meisten neben mir haben mit Spoon geangelt. Ich mache es einfach mit Gummi, mit dem Snagger in der Fishing Man Dennis Variante. Aber jetzt schauen wir uns mal Olli im Drill an, mit seinem Fisch hier. Er hatte mich auch eine GoPro an dem Tag rum. Und da wollte ich zumindest eine Szene von ihm mit reinnehmen. Hier haben wir Olli. Er fischt eine Traut-Jahre-Route mit einer Soare. Jetzt. BB. Und als Köder, ein Snagger vom Fishing Man Dennis. Ich hab, ja. Jetzt auch. Jo. Danke. Sogar gleich mit Schwanz abgebissen. Jetzt hat Olli seinen Fisch versorgt und stellt dann seine Route genau vor diese Kamera. Ich habe das mal mit reingenommen. Danke, Olli. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Hier haben wir jetzt einen richtig schönen Nachläufer, der ist ein ganzes Stück hinterhergekommen, der Fisch. Dann aber nach links weggedreht und ich habe mir gedacht, okay, schmeiß da einmal kurz nach links. Olli angelt eh gerade nicht und vielleicht kriegst du ihn ja doch. Und der Snagger liefert auf. Ich fliege einfach hin. Du brauchst Karsten, dass du mit dem anderen gleichzeitig grillst. Ich habe erst die vorne hinterher, dann zweimal daneben gepackt, dann habe ich da vorne immer schnell hingerufen, habe sie sofort gepackt. Und den habe ich sie auch komplett inhaliert. Kannst du das? Nee, ganz, 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 ganz,
Köder, der Köder guckt gar nicht mehr raus. Doch, der Schwanz, ganz leicht. Danke. Bilddreher, siehst du das? Ja. Was hast du von mir? Sind Schnecker. Mein. Mein. Magst du kurz den Totschläger geben, bitte? Ja. Dankeschön. Ja, komm her damit. Dann mache ich das schnell. Schönes Ding. Großer Fisch. Haken ein bisschen aufgebogen. Den wechseln wir jetzt gleich aus. Nicht wundern, an diesem Tag habe ich die Bremse relativ hart eingestellt, damit der Fisch mir nicht nach links und rechts zu weit abhaut und in die anderen Ruten reinrast und die anderen Mitangler, die an dem See sind, vielleicht in dem Moment nicht angeln können. Bei einem Fisch ist es mir nicht gelungen. Wieso? Genug. Und Dennis hat ja erst verspätet angefangen. Dennis ist Samstagabendspiel quasi. Zwei. Ja. Und der Schläger hat schon wieder geliefert. Cool. Willst du einen haben von dem Schläger nehmen? Vielen Dank. Scheiße. Okay, Olli, magst du mal kurz mein, das rote Ding vom Rutenständer reinholen? Ja. Schön genommen. So, jetzt wechseln wir einmal die Route. Wir gehen wieder zur Refinesse und machen uns einen schönen Anthem Donut drauf. Und zwar die EM22 in 2,5 Gramm. Das war Weißgold. Vorhin. Jetzt kommt von rechts die Frage, wie er das hinkriegt, wenn er einen Verfolger hat, ihn zum Biss zu überlisten. Und das habe ich ihm kurz erklärt. Mal rüberziehen und dann mit dem Spoon ein bisschen twitchen. Dann funktioniert das meistens. Ja, aber wenn du dann anfängst, so ein bisschen zu twitchen, sieht dein Spoon anders aus wie alle anderen, die jetzt zurzeit durchs Wasser fliegen. Okay. Ja, und einfach nur so ein, zwei Dinger rein und dann damit bewegt er sich jetzt schon komplett anders. Manchmal funktioniert es auf Anhieb, ne? Das ist jetzt nochmal die Kamera von hinten. Ich habe es Ihnen erklärt. Er hat ausgeworfen, hat dann langsam angefangen einzukurbeln. Und dann meinte ich diese 1-2 Twitche. Er macht sie jetzt gleich. Und oh, was soll ich sagen? Mehr Beweis geht doch, glaube ich, nicht, oder? Zack, da hat er ihn. Manchmal funktioniert es auch nicht, ne? Ja. Ich habe mir nur gedacht,
Ja, ja, ist gut. Ja, ja, ja. Ich habe mir nur gedacht, das ist doch keine Frage. Das ist doch keine Frage. Das ist doch Hier sehen wir die Abu Garcias Real Finesse Aero Decatur. Mal richtig schöne Aktion. Es ist die 610er, die ich hier im Einsatz habe. Richtig schön gesehen, wie sie das Maul aufgemacht hat. Das ist so schön. Richtig schön gesehen, wie sie das Maul aufgemacht hat. Wenn ihr so viel Angler am Platz seid, ruhig mal zwischendurch ein bisschen switchen, dieses Boot. Weil dann sehen eure Schluss anders aus wie die anderen, die durchs Wasser fliegen. Und dann funktioniert das meistens nicht mehr. Geht grad nicht. Gas nur auf vorsichtig, ich kann nicht, ich kann nichts machen. Da hinten. Da hinten, wo die Große ist. Da hinten, wo die Große ist. Okay. Das ist ein Karten. Hier. Aber ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube, es wird noch ein Rekord. Thank you.
So, noch was hol ich mir, die letzte. Danke, Olli. Maschine. Das, pass auf, da kommt ein Auto. Ja. Da, Petri, Dank. Beifang? Beifang. Als Beifang war gemeint der Saibling, den ich als allererstes gefangen habe. Da es der halt nicht in die Wertung geht von diesen 5 Fischen, die ihr am Großfischerteich fangen dürft. Schönes Moped. So. Nächstes. Welchen nehmen wir jetzt? Von meiner schönen Sammlung nehmen wir jetzt. Nee. Oder? Na doch. Versuchen wir jetzt mal ihn. Olli, einfach mal im Kescher hier. So, und jetzt helfen wir Olli gleich mal kurz beim Kescher. Vorher machen wir uns mal kurz den Baracko drauf. Auch in der Fishingman-Dennis-Variante. Mal gucken, ob der mir jetzt auch noch Fisch bringt. Warte, Olli. Machst du? Okay. Ich auch nicht, das war mir in der Abwinkphase. Hm.
eine Baracke wird zugeschlagen. Nee, den brauche ich auch nicht mehr. Ich hab fertig. Ja. Dann ist ein anderer Anwohner zu mir gekommen und hat mir gezeigt, dass er meinen Pullover anhatte. Bei der Sache kann ich euch nochmal was erklären. Ihr könnt diese Pullover natürlich käuflich bei mir erwerben. Es gibt nur einen Unterschied zu meinem Pullover. Auf meinem Pullover ist links vorne auf der Brust mein Logo drauf. Dann seht ihr, dass ihr den richtigen vor euch habt. Die anderen Pullover könnt ihr gerne bei mir käuflich erwerben. Sie haben eine super Qualität. Habe ich jedes Mal bis jetzt gehört bei jeder Bestellung. Und ich finde, dass sie ganz gut gelungen sind. Unter dem Forell stehen die Saibling. Ich gehe rüber, ziehe den Kroko auf, lass einfach rein, absinken. Bums, war der Saibling drei. Dann kam Kevin Berghauer von Forellenjäger Nord nochmal vorbei und hat ein Foto von uns gemacht. Danke dafür. Der hat Michael Steinert den Tag über begleitet an der Anlage, dass da alles schön sauber, ordentlich und komplett entspannt abläuft. Ja. Wenn ich gemeint bin, dann nehme ich hier. So, hat mal einer einen Lappen? Hier ist ein Lappen. Lappi! Oh Gott, ich sage Mutti für alles. Nico! Sag ihm Bescheid, dass wir da raus müssen. Soll er schreien? Ich schreie hier nicht hoch. Er ist ja Parkplatz an Weise heute. Ey, kalt meinen Schnauzen. Was macht denn der Lappen da? Ach, Dennis, der hat mich reingeschmissen. Du alte Rinne! Okay, man. Lass mich durch, Jungs. Nicht bewegen. Du bist doch schon voll, Dennis, Alter. Ich weiß. Ich habe ja auch 8.10 Uhr erst angefangen. Wunderbar. So, er wollte auch nochmal dazu. Stellt euch mal hier drei nebeneinander am Wasser. Stellt euch mal hin. Jetzt, hat der Jetzt machen wir nochmal ein schönes Gruppenfoto. Von links nach rechts. Olli goes fishing. Carsten Hensch, alias Fishing Man Junior und der Fishing Man. Ich wollte den Menschen zeigen, wie voll es ist. Dennis, da läuft gerade schön das Blut im Handgelenk runter. Dann ist das so. Wunderbar, Mädels. Und alle drei nochmal einen Schritt nach hinten, ne? Beide, beide? Ja, warte, man muss auch vorher die GoPro anmachen. Ne? Jungs, wollt ihr auch ein Bild machen? Hier noch eine coole Sache. 5 YouTuber können an einer Anlage vernünftig miteinander angeln. Es haben sich alle verstanden. Es war ein cooler Tag, coole Gespräche. Und mit diesem Foto wird noch was passieren. Das versprechen wir euch. Da kommt was Cooles für euch. Schaut auch gerne mal auf Udus, Max, Forellenjäger Nord und Xiaomi Raubfischangler vorbei. Die haben auch coole Contents. Und jetzt fangen wir das Gewinnspiel an. Ich möchte mich bedanken mit einem Gewinnspiel bei euch für 3000 Abonnenten, dass ihr so fleißig meine Videos guckt, 3000 Mal meinen Kanal abonniert habt. Außerdem möchte ich mich natürlich bei meinen beiden Supporter bedanken. Einmal ASB-Tagger Ismail, danke dafür. Und natürlich die Firma Troutbaits, mit denen wir zusammen Gummiköder entwickeln und versuchen euch zu mehr Fisch zu behelfen. Preis 1 ist ein Antemdona MA08 und ein ZD1. Dann haben wir von der Firma Troutbaits eine Starterbox vom Snacker, wo alle Farben einmal drin sind.
und eine Starterbox vom Baracco, beides von der Firma Troutbaits. Dann haben wir von ASB Tecke den Kroko dabei mit 3 Dosen. Dann haben wir 8 Akara-Spoons für einen und eine Überraschungsbox von der Firma Spoon Fishing. Und als 7. Preis habe ich eine Traut-Jahre-Tasche mit 10 Anton Spezials euch reingepackt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Euer Fishing Man Dennis. Das nächste Video kommt nächste Woche Sonntag. Die Auslosung findet nur den Sonntag da drauf statt, sodass alle eine vernünftige Chance haben, daran teilzunehmen. Bis dahin, alles Gute, euer Fishing Man Dennis.